Eckart! Hallo Jan. Wie geht es dir? Gut, ich habe ein wenig Schmerzen in meinem Oberkörper, denn es klingt komisch, aber es ist wahr. Ich habe gestern mit zwei Freunden aus meinem Haus einen High-Intensity-Interval-Training-Kreis gemacht. Ja, machst du nie wieder, ne? Christian, tat ja weh. Ja, nie wieder, also wirklich. Ja, Wie geht's das dir? blendend, ach super, blendend. Ich habe bloß meinen Rechner nicht gemutet. Jetzt schon. Und ich möchte mich Super. auch ganz kurz entschuldigen. Ich sitze in der Man Cave, weil dafür entschuldige ich mich nicht, das ist gut. Aber ich habe meinen Schreibtisch umgestellt, bin jetzt sehr nah am Dachfenster und hier prasselt der Regen gerade aufs Dach. Wenn ihr da draußen also rauschende Geräusche meinerseits hört, dann liegt das am Regen und macht mich nicht verantwortlich, wenn ihr gleich aufs Klo rennen müsst, oder? Ist bestimmt ganz heimelig jetzt. Naja, das ist schon kuschelig. Ich muss unbedingt ein neues Video machen hier von der Man Cave. Es gefällt mir sehr gut, was ich hier gemacht habe. Ja, ich habe das noch gar nicht in echt gesehen, nur auf einem Video, was mir Jan ganz stolz geschickt hat, direkt nach dem Umbau, noch quasi während des Umbaus, ist er mit seinem Handy durchgelaufen, hat mir das geschickt und ich finde auch, das sieht echt gut aus. Das sieht viel wohnlicher und besser aus als vorher. Ja, finde ich auch. Danke, danke, Eckert. Ja, Schade, gerne. dass ihr euch da draußen nicht gemeldet habt und mal gesagt habt, wie geil das eigentlich ist. Ich bin aber noch nicht ganz fertig, ich muss da noch so ein paar Pappen anbringen und so, aber Bilder hängen noch nicht alle. Es ist trotzdem, es gefällt mir sehr gut. Aber wir sind ja hier nicht zusammengekommen, um uns selbst zu beweihräuchern. Eigentlich schon, oder? Naja. Nein, eigentlich wollen wir ja über Musik reden. Es stimmt hier in diesem Ich fand das so Autopodcast. schön, seit wir bei YouTube sind, bekommen wir jetzt auch eher spannende Kommentare. Ich sag mal so, die Hä? Podcast-Zuhörer, die uns hier über die anderen Kanäle zuhören, das sind ja eher so Leute, die das wirklich zu schätzen wissen, Podcast, ne, was wir hier machen. Und jetzt spielen wir die auf YouTube aus, ne? Ja, wir spielen die Ja, aus. richtig, ja. Und da war zum Beispiel einer, er wäre bis zu Robbie Williams gekommen. Dann hätte er Okay. ausgemacht. Ja, schade. Ja, also Ausfahrt TV, euer Automobil-Podcast mit Selbstbeweihräucherung, Musiktipps und ein ganz bisschen Auto. Ja. Aber warum geht es überhaupt am Anfang immer um Musik? Jan und ich pflegen im Rahmen dieses Podcasts eine inzwischen wirklich lange Playlist. Jan hat netterweise in unser Dokument mal rausgeschrieben, wie lang die inzwischen ist. 23 Stunden, 37 Minuten gefüllt mit 334 Songs. Und wir fügen jede Woche jeweils drei Songs hinzu, denn das große Ziel ist es, irgendwann eines schönen Tages mal Coast to Coast durch Nordamerika, durch die USA zu fahren und dann eine Playlist zu haben, die man wirklich auf der gesamten Strecke hören kann, ohne dass man einen Song zweimal hört. So ist es. Ich fange an. Heute kommt von mir wieder ein Klassiker, Aerosmith, Amazing. Das ist wirklich ein Klassiker. Ich füge jetzt etwas hinzu. Das ist. Sagt dir das was? Nein. Nein, denn das ist eine Kategorie Musik, die es noch gar nicht gibt auf der Playlist. Die wird bestimmt auch nur ganz selten vertreten sein. Und zwar ist das Ostrock. Rockhaus ist die Band, ist eine DDR-Band aus Ostberlin. Und der Song heißt Mich zu lieben. Und das ist ein sehr, sehr tiefgründiger Text. Und ist aber, finde ich, ein super schöner Song. Ja, und ist mal ein bisschen was Besonderes. Bekommen wir Fördergelder, wenn wir das jetzt hier anpreisen? Ja, das wäre eine geile Oh, Sache. Mikrofon ist offen. Hoppla, hoppla. Alles gut. Mein nächster Song, den kann ich Tag ein, Tag aus singen. So eins meiner Lieblingslieder, um mit mir selbst zu reden. Insane in the Brain von Cypress Hill. Ja, das ist wirklich ein richtiger Klassiker. Mein zweiter Song, von dem habe ich einen nervigen Ohrwurm, seit ich diesen Titel jetzt hier gerade draufgeschrieben habe oder vorhin draufgeschrieben habe, und zwar Elton John mit I Guess That's Why They Call Them the Blues. Auch sehr schön. Dritter Song von mir, ganz unerwartet, wieder ein Klassiker. Ich weiß gar nicht, was aus meiner Deutschquote geworden ist. Run DMC, nur für dich, Eckart, My Adidas. Yeah, geil. Die Deutschquote habe ich doch heute schon erfüllt mit dem ersten Song, mit Ah, ja, Rockhaus. Ja. okay. Mein letzter Song kommt von Sam Cooke und ist der Titel What a Wonderful World. Da mag ich persönlich ja lieber dieses Medley von diesem Hawaiianer.
Du verwechselst den Song gerade. Also. What a Wonderful World von Sam Cooke ist Don't Know Much About History. Ja. Das ist das. Und du meinst doch aber What a Wonderful World von Louis Armstrong. Du meinst I See Trees Are Green. Ja. Red Roses Too. Das meinst du, glaube ich, oder? Ja, ich bin gerade irritiert. Jetzt habe ich hier so ein kleines Knackgeräusch. Ich weiß nicht, ob du das hörst oder ob ihr das hört, weil die Man Cave hat einen Dachschaden. Ist nicht so geil irgendwie. Es regnet hier rein, aber am Donnerstag soll der Dachdecker kommen. Ich bin mal gespannt. Ja, gut. Ja. Wunderschön, haben wir hier sechs neue Songs. Ich hoffe, ihr da draußen findet das genauso schön wie wir. Und wir starten mit unserem ersten Thema. Wir haben uns nämlich überlegt, wir reden ja über den Chinesen, der hier kommt, ne, oder die Chinesen, die ihre Autos hier verkaufen wollen. Und heute spielen wir mal, wer sind denn diese Chinesen? Ja, richtig. Es hat mich beim Zusammenstellen dieser Liste auch zum Teil überrascht, denn da waren auch mehrere Hersteller dabei, die ich jetzt so aus dem Stegreif nicht hätte nennen können, wenn mich jemand gefragt hätte, welche chinesischen Hersteller sind denn bei uns schon auf dem deutschen oder auf dem europäischen Markt? Ja, es sind der Chinese schon da. Ja, und eins vorneweg. Ja. Der Chinese ist da. Eins vorneweg, wir haben bei einem werten Kollegen mal geguckt, der sich sehr eingehend mit dem Thema chinesische Hersteller beschäftigt hat in der Vergangenheit, und zwar beim lieben Bernd Konrad von Autonotizen. Der macht auch YouTube, so wie wir, der hat auch eine Website, genauso wie es ausfahrt.tv die Website gibt, und der hat einen schönen Artikel auf seiner Website, wo er mal alle chinesischen Hersteller, die es bei uns so gibt, aufgelistet hat. Und da haben wir uns rausgezogen, dieses Exzerpt, was wir jetzt an euch weitergeben können. Ja. Im Übrigen, wenn ihr uns was mitteilen wollt zu diesen kommenden Herstellern, die wir gleich vorstellen, oder aber auch zu unserem miesen Musikgeschmack, oder aber auch zu allen weiteren Punkten, wir haben einmal eine Community, eine WhatsApp-Community, die ist hier direkt im Beschreibungstext der Podcast-Folge verlinkt. Oder aber, wenn ihr es nicht ganz so öffentlich mögt, dann könnt ihr uns unter der 0170 92 00 714 auch direkt per WhatsApp anschreiben. Sprachnachrichten hören wir nicht ab, und anrufen könnt ihr zwar, das Telefon liegt aber irgendwo, und wir greifen nur remote darauf zu, also ihr werdet uns nicht erreichen. Oh, schade. Knallharte YouTuber. Ja. Der Gleitz mal schon total abgehoben, ne? Seit der YouTube so viel Erfolg hatte, da kriegst du den nicht mehr ans Telefon, ne? Abgefuckt ist das Wort, Jan. Abgefuckt. Okay. Nicht abgehoben. Von abgefuckt zu A-Ways. Ja, schwierige A-Ways. Überleitung. Ja. Dann fängt halt mit A an. Die haben auf dem deutschen Markt aktuell zwei Modelle. Das ist einmal der U5, den haben wir bei Ausfahrt TV vorgestellt, genauso wie den U6, den allerdings nur statisch. Mhm. Und das sind so possierlich große Elektro-SUVs. Ich würde fast sagen Mittelklasse, ne? Ja. Ich glaube, sie heißen aber tatsächlich Kompakt-SUVs, fangen bei knapp 40.000 Euro an. Und werden mittlerweile direkt über den Hersteller vertrieben. Bislang wurde das ja über Euronics erledigt. Ne, da konntest du eben ein interessantes Konzept. Ich weiß gar nicht, ob iWays, ich glaube, das waren die ersten, die das so gemacht haben, ne, über so einen Zwischenhändler, also den Elektrofachmarkt Euronics, ihre Autos zu verkaufen. Ja, sie haben sich halt gedacht, Mensch, das Auto heute ist ja eigentlich auch nur so eine Art Smartphone, bloß dass es Räder hat. Und etwas teurer ist. Ja, und somit könnte das der Smartphone-Verkäufer oder der Elektro-Verkäufer eigentlich auch ganz gut verkaufen. Ich finde es jetzt auch gar nicht so weit hergeholt. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Es hat wohl nicht so gut funktioniert, weil es läuft jetzt nicht mehr über Euronics, sondern sie gehen jetzt in den Direktvertrieb. Was ich halt auch ein bisschen schwierig finde, weil eigentlich möchte sie ja so ein Auto ja auch mal angucken können, wenigstens irgendwo, und sei es auch nur in so einem Flex-Store, ne? Ja, Flagship-Store. Egal, der Service wird hier deutschlandweit über die ATU geregelt. Da hast du zumindest ein großes Netz. Genau. Die zweite Marke, auch mit A, Avatar, aber geschrieben Avatr, also das dritte A fehlt. Ja. Ursprünglich entwickelte sich diese Marke aus einem Batteriehersteller heraus, der zum Beispiel auch
Und also da sind verschiedene Hersteller mit beteiligt, unter anderem auch Huawei, kein ganz unbedeutender Hersteller für Mobilfunktechnik. Die haben als Modelle den Avatar 11. Das Eckert. 1-1, Entschuldigung. Genau. Du hast ja sogar hingeschrieben. Du hast ja sogar 1-1 hingeschrieben. Jan, ich wäre übrigens dafür, wenn jeweils der, der es aufgeschrieben hat, auch das Auto vorstellt. Jetzt machen wir es nämlich genau andersrum. Also den Avatar 1-1 und dann kannst du ja übernehmen mit den restlichen Modellen jetzt genau, von Avatar. Der Avatar 1-1 ist ein SUV-Coupé und das werden wir jetzt ja viel sehen, weil während wir die Chinesen hier vorstellen, dass das alles ganz viel SUV-ig ist. Aber der Avatar 1-2, den sie jetzt zuletzt in München gezeigt haben, das wird ein eine Schrägheck-Limousine. Weiteres ist noch nicht bekannt. Sie sollen 2024 hier in den Markt kommen nach Deutschland und haben ihr Designzentrum in München platziert, was jetzt auch nicht unüblich ist für chinesische Hersteller. In München ist einiges, ich glaube, NIO hatte auch Design oder Entwicklung. Was ich aber bei Avatar nochmal spannend finde, Shanggang und NIO sind Hersteller, die haben da ihre Aktien drin und die anderen beiden großen halt auch. Und bitte sprich es nochmal aus, weil ich sage nur Huawei. Huawei. Genau. Die sind da nur wirklich fett. Und da kannst du auch davon ausgehen, dass also sollte sich Apple entscheiden, ein Auto zu bauen, wissen wir ja auch, das wird eine große Nummer und die haben da dann auch ein bisschen Geld dahinter. Und ähnlich ist es hier mit Avatar, bloß dass es nicht Apple ist, sondern Huawei. Genau. Genau. Gerne. Kommen wir mal zur ersten Marke mit dem Buchstaben B, nämlich Bike. Die haben drei Modelle, den Bike X35, den Bike X55 und den Bike X75. Bike fällt ein bisschen raus aus den chinesischen Herstellern, denn alle drei Modelle bei uns auf dem Markt sind tatsächlich Verbrenner und das sind auch alles drei SUVs, das ist nicht ungewöhnlich für Chinesen, aber das ist halt kein einziges Elektroauto mit dabei und Bike wird vertrieben über einen spezialisierten Importeur, nämlich über Indimo Automotive, da kommen wir nachher nochmal zu, die haben noch mehrere andere Marken mit im Programm. Und über diesen Importeur, nämlich Indimo Automotive, gibt es auch ein eigenes Händlernetzwerk mit über 200 Standpunkten in Deutschland. Also die sind richtig ordentlich aufgestellt, was so Händler- und Servicepunkte angeht. Ja, ist spannend. Ich glaube, Bike ist auch schon ein bisschen länger am Start hier, ne? Darum dürfen die noch Verbrenner machen. Übrigens auch preislich merkt man das natürlich, dass die nur Verbrenner haben, denn da liegt der Einstieg bei 19.595 Euro, also bei 20.000 Euro für den kleinen Bike X35. Ich habe gerade meinen Bildschirm gesperrt. Hallo. Oh nein. Das will auch irgendwie gar keiner wissen eigentlich, oder? Ja, BYD habe ich auch aufgeschrieben. Wir haben uns das hier nämlich so ein bisschen aufgeteilt, Jan und ich. Den übernehme ich gleich. BYD steht für Build Your Dreams. Die haben inzwischen relativ viele Modelle im Programm, nämlich den Atto 3, das ist ein Auto aus der Kompaktklasse, den Dolphin, das ist auch ein Fahrzeug aus der Kompaktklasse, das ist das Einstiegsfahrzeug bei BYD, dann gibt es den Seal, ist eine Stufenhecklimousine, den Seal U wird es demnächst geben, Jan und ich werden ihn auch demnächst fahren dürfen, das ist die SUV-Version vom Seal, dann den Han, das ist eine Limousine und den Tang, das ist ein Oberklasse-SUV, interessante Namensgebung. Das Einstiegsfahrzeug, der Dolphin, geht los bei ungefähr 36.000 Euro. Und jetzt merke ich hier gerade, dass ich bei BYD gar nicht aufgeschrieben habe, wie die sich ihren Service vorstellen. Das ist aber kein Problem. Ich kann einfach noch mal kurz zu dem Hersteller hinspringen und gucke mir das an. Die haben eigene Händler. Die haben eigene Händler. Ich finde das wirklich, also dass man bei den chinesischen Herstellern immer so genau gucken muss, wie werden die Autos eigentlich verkauft. Ja, es sind nicht so wahnsinnig viele in Deutschland. 25, 30 Händler bislang, aber ich denke mal, die werden das ja auch ausbauen. Ja. Also ich finde BYD, der Clou, den die gebracht haben, übrigens bei dir in Leipzig und in Magdeburg, bei mir in Dortmund und auch hier in der Nähe. Ich glaube, wir haben sogar was in Bielefeld, Wir haben einen BYD-Händler in Bielefeld. Also, was wollte ich sagen? Achso, sie haben das sehr geschickt gemacht. Bevor sie überhaupt irgendwie jetzt hier groß angefangen haben, irgendwelche Werbung zu schalten, haben sie ein paar hundert Fahrzeuge bei Sixt gedumpt, ne? Und die preiswerteste Option bei Sixt zu mieten, für eine lange Zeit zumindest, war ein BYD zu nehmen. Ja. Und das finde ich eigentlich geschickt, weil wenn du sagst hier, ich brauche einen Mietwagen und dann nimmst du den, weil du so ein bisschen preissensitiv bist,
und sagst so, ja, gar nicht so ungeil, ne? Was kostet das Ding so? Also du hast einen sehr einfachen Zugang zu so einem Fahrzeug halt. Und was ich auch clever finde, bei uns in Leipzig zum Beispiel, oder was ist bei uns in Leipzig? Leipzig ist ja bei mir in der Nähe, ich bin ja nicht in Leipzig. Gibt es die Sternautogruppe, die in der Vergangenheit dafür bekannt war, ein riesengroßer Mercedes-Händler zu sein. Und die vertreiben jetzt zum Beispiel BYD. Und auch das finde ich einen cleveren Schachzug. BYD hat grundsätzlich deutschlandweit einige so Händlerverbände genommen, die zum Beispiel vorher auch viel Mercedes gehandelt haben oder das immer noch tun und sich da so mit draufgesetzt. Und für mein persönliches Bauchgefühl empfinden, hast du dann halt immer gleich so dieses Sternauto. Ah ja, hier, das ist doch Mercedes, die hochwertigen Autos. Ach, ihr macht jetzt BYD, das ist ja interessant, das ist ein chinesischer Hersteller. Ja, gucke ich mir mal an, muss ja so quasi was Gutes sein. Ihr habt ja bisher auch immer mit hochwertigen Autos gehandelt. Das finde ich auch clever gemacht. Ja, Gerüchten zufolge stellt MG das auch gerade um. Die hatten ja auch ein Händlernetz und konzentrieren sich jetzt wohl auch eher auf Händlergruppen. Ja. Einfach um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, würde ich denken. Ja, und das ist so ein bisschen schade durch das Agenturmodell der meisten Hersteller oder viele Hersteller wollen jetzt das Agenturmodell einführen. Was ist ein Agenturmodell, muss man an dieser Stelle fragen. Das heißt, früher hat der Händler quasi das Auto vom Hersteller für einen bestimmten Preis übernehmen können, Kommission, und hatte Spielraum bis zu dem Preis, den er halt letztendlich selbst bezahlt hat. Und alles das, was dazwischen war, hat seine Marge definiert. Und wenn dann hier Kalle kam halt, ne, der seit 35.000 Jahren schon bei dem Händler ein Auto gekauft hat, hat der halt 20% gekriegt oder 20 Punkte, ne? Und dann kam irgendwie der dumme Jan, den eh keiner mochte im Dorf, und der hat quasi einen vollen Preis bezahlen sollen. Und jetzt ist es so, dass die Hersteller die Preise vorgeben und die Händler routen das nur durch. Und wenn Kalle jetzt zu seinem Händler kommt und sagt, Digga, mach mal Preis, dann sagt der Händler, du, Kalle, kann ich nicht machen. Ja, ich bin nur der Erfüllungsgehilfe, ja. Also genau. Das Handeln mit Autos wird weniger spaßig, zumindest ist das aktuell der Trend. Wir haben aber ja gelernt in der Automobilszene oder in der Branche, dass sich Sachen auch wieder ändern können. Ne? Also ich habe da keine Meinung zu als Kunde, aber die Händler finden es halt nicht so wirklich geil. Ja, den Eindruck hatte ich auch, da haben wir später nochmal ein Thema zu. Ja. Wir machen mal weiter mit den chinesischen Herstellern. Wir haben hier auf der Liste dann als nächstes stehen DFM Forthing, und das ist einer dieser Hersteller. Alle Hersteller, die wir bisher genannt hatten, hätte ich jetzt auch nennen können, so aus dem Kopf. DFM Forthing nicht. Die haben zwei Modelle, den Forthing 4U Tour, das ist ein 7-sitziger Van, das ist ein Benziner. Und den Forthing 5, das ist ein SUV, auch ein Benziner, also auch einer der wenigen chinesischen Hersteller, die im Moment sonst nur ein einziges Elektroauto haben, nämlich den Forthing 5 EV. Das ist die elektrifizierte Version von ihrem SUV. Die drücken in den Markt mit dem Forthing 5 SUV ab 30.000 Euro, ist also relativ affordable eingepreist, sage ich mal. Weil es ist kein kleines Auto, und die werden auch über diesen Spezialimporteur Indimo Automotive vertrieben und dementsprechend auch geserviced mit über 200 Händlerstandorten, also einem relativ dichten Händlernetzwerk. Ja, das gleiche gilt für die Marke DFSK. Was wärst du? DSFK Fengon 500. Hä? Ja. Ja, das ist ein 4,39 Meter langes SUV, also auch kompakt. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zu Forthing, DFM Forthing, zurückspringen. Die bieten an, hast du ja schön gesagt, einen 7-Sitzer-Van. Ja. Und ich finde es so geil, dass die Chinesen kommen und sagen, nee, in China fahren die Leute immer noch gern so ein Family-Van. Also wir machen zwar auch SUVs, aber Vans laufen halt auch. Während die Deutschen, die ja jetzt quasi fast alle ausgemustert haben, es gibt ja wirklich nur noch wenige Vans bei uns, also so wirkliche klassische Familien-Vans auf dem Markt. Ja. Und ich finde es spannend, dass die Chinesen die jetzt wieder zurückbringen. Ich habe irgendwo weiter unten auch noch einen, der ist genauso verortet. Und will dann mit dem Dacia Jogger Konkurrenz machen. Aber vor allem denke ich mir so, weißt du, ausgerechnet dieser eine Hersteller oder dieser eine von zwei Herstellern, die noch einen richtigen 7-sitzigen Van haben, eine, wie ich genauso finde, geile Fahrzeugkategorie, die zu meinem Bedauern ausstirbt, ausgerechnet den gibt es dann nicht elektrisch. Ja.
Das ist alles recht spannend. Im Übrigen, dieser Importeur, falls ihr das mal googeln wollt oder selbst nachsehen wollt, die haben auch eine eigene Seite. Indimo, Indimo Automotive, und die Seite ist dann indimo.eu, und da findet ihr auch die ganzen Händler und die Marken, die sie da vertreiben. Gut, zurück zu DFSK. Ja, die haben also auch nur Verbrenner am Start, den Fengon 500, da sagte ich eben schon, dann gibt es den Fengon 580, das ist nicht der größere Motor, sondern das größere Auto, 30 cm länger mit 4,68 m, auch in 7-Sitzer allerdings als SUV, und dann haben sie noch den Fengon 7, wohlgemerkt, ne? Also jetzt plötzlich einstellig, denkt man dann so, ja, ist vielleicht irgendwie kleiner, nee, ist größer, 4,93 m, und das ist quasi ein Oberklasse-SUV, auch hier wieder Service und Vertrieb und Import über Indimo und die angeflanschten Händler mit 200 Standorten. Glaubst du, dass Fengon 500 und Fengon 580 mit diesen beiden Zahlen vielleicht inspiriert sind von den Motorkennziffern der Mercedes S-Klasse? Ja. Glaube ich auch, ne? Ja, irgendwie schon. Ich tue mich immer sehr schwer. Ich habe bei DFSK jetzt keine Preise rausgeschrieben, aber ich tue mich immer schwer, wenn ich lese, ein Oberklasse-SUV aus China, weil ich hätte mir so gewünscht, sie kommen mit preiswerten Modellen zuerst und arbeiten sich dann langsam hoch. Ich verstehe, dass das nicht besonders gut für den Deckungsbeitrag ist und für die Preisentwicklung, aber ich persönlich könnte mir aktuell nicht vorstellen, ein chinesisches Auto aus dem Premium-Segment zu kaufen. Geht mir genau wie dir. Ja. Ja. Elaris, was ist das? Ja, was machen wir weiter. Elaris ist die nächste Marke. Die haben zwei Modelle bei uns auf dem deutschen Markt. Einmal den Beo, das ist ein Mittelklasse-SUV, und den Dio, das ist ein wirklich super hässlicher Zweisitzer. Aber trotzdem finde ich dieses Fahrzeugkonzept vom Dio sehr interessant. Bevor wir darüber reden, noch eine Sonderbemerkung zu Elaris. Die haben noch mehr Modelle. Die habe ich jetzt hier aber nicht mit genannt, weil die sind wohl so in Planung für unseren Markt. Die gibt es hier aber noch nicht. Die wurden zum Teil auch schon vorgestellt, aber da weiß keiner, kommen die überhaupt und wenn ja, wann. Zurück zum Dio. Elaris sagt nämlich, hey, da ist genau das, was du gerade gesagt hast, ein günstiges Auto. Den Dio gibt es ab 25.000 Euro. Das ist jetzt auch kein super günstiges Auto, aber für ein Elektroauto ist das ein richtiger Kampfpreis. Und die sehen den Einsatz, das Einsatzgebiet von dem Auto vor allem so im Bereich Flotten für zum Beispiel Pflegedienste in Deutschland. Man sieht ja immer, die fahren jetzt meistens irgendwie mit so einem Ford Fiesta rum oder so oder mit einem VW Up oder irgendwie sowas. Das, der Up zum Beispiel wurde ja eingestellt, der Fiesta wird ja auch eingestellt, ne? Und der Dio sieht wirklich extrem wurstig aus, wie ich finde. Der sieht, ihr habt bestimmt alle schon mal diese 45 km/h-Autos gesehen, die man mit 16 fahren kann. Die meisten von denen finde ich jetzt auch nicht so besonders ästhetisch. Und so sieht der Dio aus. Dennoch finde ich das aber ein super interessantes Konzept, so ein kompaktes Auto, klein. Du brauchst ja nicht mehr für so einen spezialisierten Einsatzzweck, findest überall einen Parkplatz und kannst halt elektrisch unterwegs sein. Das finde ich schon cool. Vertrieben werden die von der Reifenhandelskette Euromaster und die übernehmen auch die Servicearbeiten. Ja, also das hat man ja öfter, dass mittlerweile Läden, wo du früher nur Reifen gekauft hast, dass sie mittlerweile auch ganz normal Autos reparieren, dass sie dann auch einen Meister haben oder zwei Gesellen oder so. Wir haben hier bei uns Reifenpott, das genauso. Eigentlich denkst du, machen nur Reifen, die machen aber das ganze Programm. Man muss ja auch mal dazu sagen, bei einem Elektroauto, du hast ja bedeutend weniger Servicetätigkeiten als bei einem Verbrenner. Was musst du beim Elektroauto machen? Du musst den Pollenfilter von der Klimaanlage wechseln und du musst dir angucken, wie der Zustand der Bremsen ist, ob die verrostet sind, weil sie nicht benutzt werden, weil die ganzen Bremsleistungen durch die Rekuperation umgesetzt werden. Ansonsten, du musst keinen Ölwechsel machen, du musst die Steuerkette nicht überprüfen, du musst keine Abgasuntersuchung machen, nix. Ja. Das ist wohl wahr. Ich habe zwei Punkte, Eckart, ganz kurz. Einmal, du hast bis auf den Preis von diesem Zweisitzer so rumgeritten, 24.900. Der Fiat 500 Elektro fängt aktuell bei 29.500 Euro an. Das sind also 4.500 Euro Aufpreis. Dann hast du aber
ein europäisches Auto mit einem europäischen Netz und europäischen Ersatzteilen. Und das ist vielleicht ein Thema, was wir zwischendurch mal ganz kurz einwerfen können. Vom Hörensagen habe ich gehört, dass der eine oder andere chinesische Hersteller Probleme mit Ersatzteilen hat. Die kommen das habe ich wohl auch gehört. Und das ist natürlich, wir hatten es jetzt zuletzt sehr plakativ, Tesla ist kein chinesischer Hersteller, aber die haben natürlich ihre Werke auch in China und das ja irgendwo im Roten Meer, ne? Oder ist das das Tote? Nee, das, Gott, wie heißt das denn da am Suezkanal? Da ist doch so ein Schiff nicht durchgekommen mit Tesla-Teilen und darum mussten sie doch den Laden kurz zumachen, da in Grünheide. Das ist voll an mir vorbeigegangen. Echt? Ja, nee. Krass. Ja, ist so. Also irgendwie da so ein Kutter muss dann Umweg fahren oder so, weil da doch diese Milizen irgendwelche Raketen auf irgendwelche Schiffe schießen. Ach scheiße, ja. Und die Houthi-Rebellen. Genau, und da sind auf jeden Fall die Teile, mussten sie warten und darum mussten sie Grünheide runterfahren, meines Erachtens. Aber ich habe auch von anderen Herstellern gehört, dass die teilweise 4, 6 Wochen auf ein Teil warten. Und wenn du dann ein relevantes Teil hast, also jetzt nur mal gutes Beispiel, kein wilder Schaden, aber du fährst hier den linken Außenspiegel ab. Hier mal Hand hoch, wem das schon mal passiert ist. Ja, siehst du, guck hier da hinten und hier. Genau. Ist jetzt also kein Sonderfall. Dann wartest du halt auf einen neuen Außenspiegel mal 6 Wochen und eigentlich kannst du mit deinem Auto da nicht fahren. Ne? Kannst hier so einen Fahrradspiegel dran schrauben, damit du überhaupt was siehst. Aber solche Sachen, das ist natürlich schon dramatisch irgendwie. Und da muss man mal immer so ein bisschen drauf gucken. Und das Gute ist für uns, wir müssen das gar nicht bewerten, weil so tief sind wir dann doch nicht drin. Und wir besprechen ja nur Neuwagen und haben leider keine Dauererfahrung mit den Fahrzeugen. Ne? Ja, richtig. Gut, nächste Marke ist Exlantix. Exlantix ist eine Chery, oder wie würdest du das aussprechen? Chery? Chery. Aber es ist doch nicht mit Doppel-R. Ach so, du hast recht, ja. Ist ja eigentlich Chery, Chery. Chery? Chery, aber Chery, so wird es auch nicht geschrieben. Ist naja, auf jeden C-H-E-R-Y. Fall, Chery oder Chery ist ein großes Unternehmen in China und die werden jetzt, wie Great Wall Motors zum Beispiel auch, die haben wir gleich auch noch, diverse Marken hier launchen mit Produkten, unter anderem Exlantix. Und die wollen hier ab 2024 E-SUVs auf den Markt bringen. Weiteres weiß man noch nicht. Ja, gut. Ich mache auch gleich weiter, weil den habe ich vorbereitet und dann musst du dich nicht schämen, dass ich keine Preise dran geschrieben habe. wir rätseln immer noch, ob es Geely oder Geely ist. Geely ist ja ein Monsterkonzern auch in China und die haben sich ja relativ früh schon die Marke Volvo gesichert quasi, also eingekauft. Und haben dann Polestar, das war ja nicht nur ein Performance-Label oder so ein GTI-Label von Volvo, haben sie ausgegliedert, haben da auch eine Automarke draus gemacht. Dann haben sie sich zusammengetan mit Mercedes und haben Mercedes das unliebsame Kind Smart abgenommen, bauen da jetzt auch richtige Autos und sind dann mit einer Eigenmarke Zeekr, Z-E-E-K-R, noch am Start. Und ganz nebenbei, Link und Co. gehört auch noch zu ihnen. Es gibt diverse Modelle, gerade Volvo macht ja irgendwie ziemlich alles. Schön mal ein Beispiel, der Smart Hashtag One, der Zeekr 001 und der Volvo EX30. Das sind quasi, die haben alle die gleiche Basis und halt nur ein anderes Greenhouse drauf. Und somit haben sie auch Zugriff auf Händlernetze zum Teil, nämlich Smart und Volvo natürlich, vertreiben aber auch zum Teil direkt Link und Co. Ich glaube, die haben eh nur so ein Abo-Modell gehabt. Polestar und Zeekr soll eigentlich nur im Internet verkauft werden. Und soweit ich weiß, hat sich das dann aber relativ schnell bei Polestar zumindest entwickelt, dass die auch die Service-Fachwerkstätten von Volvo in Anspruch nehmen können. Ja. Bei Zeekr sind wohl aktuell noch mobile Dienste nach Tesla geplant. Denn gerade Polestar da schwingt für mich halt so ganz viel Premium-Fahrzeug-Feeling mit, finde ich. Also vom Design her. Und weil Polestar, dadurch, dass das ja mal nur eine Performance-Abteilung bei Volvo war, ist für mich genauso wie Volvo, fühlt sich so nach europäischem Premium-Hersteller an, obwohl sie ja zu Geely gehören. Und ich finde das auch so krass, wie, also
was alles zu Geely gehört inzwischen oder Geely oder wie auch immer. Also was das für ein gigantischer Laden ist. Ja, vor allem bei Ihnen jetzt mit Smart und Volvo haben Sie ja zumindest zwei Marken, die bei uns tief verwurzelt sind. Ja. Und ich finde es auf der einen Seite ganz interessant. Es gab ja eine Zeit hier mit Borgward und Co., wo die Chinesen dann irgendwelche alte deutsche Namensrechte gekauft haben und versucht haben, mit solchen Fahrzeugen oder mit solchen Marken dann hier irgendwie Punkte zu sammeln. Ich finde es aber eigentlich sympathischer, wie sie es jetzt machen, mit ihren Eigenmarken zu kommen. Es sei denn, sie haben halt so eine ganze Marke, also nicht nur die Marke gekauft, sondern oder die Markenrechte, sondern auch alles dahinter, wie bei Volvo jetzt. Und das ist halt auch so witzig, Smart und Volvo sind ja für viele keine Chinesen, ne? Genau. Polestar aber genauso, ganz ehrlich. Also ganz oft, wenn ich im familiären Kreis oder im Freundeskreis, wenn es um das Thema Elektroautos geht, ja, ich bin ja jetzt auch schon etwas älter mit meinen 31 Jahren und man unterhält sich im Freundeskreis auch mal über so Themen wie, ich überlege mir ein Auto zu kaufen. Ja. Und es kommt nicht selten vor, dass ich dann auch sowas höre wie, naja, so einen chinesischen Hersteller will ich eigentlich nicht, ich hatte überlegt, einen Polestar. Ja. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz dazu sagen, wenn wir hier über die chinesischen Hersteller und so weiter reden, dass es auch deutsche Hersteller gibt, die in China produzieren. Und dass der Begriff, die chinesischen Hersteller, ist überhaupt nicht abfällig gemeint, sondern das ist eine reine Beschreibung, um das einzuordnen. Ja, schon. Aber ich meine, wenn ich dann sage, ich würde mir kein Premium-Auto aus China kaufen, ist das ja schon despektierlich. Weil da sage ich ja schon, von einem chinesischen Hersteller. Ja. Ja, ja. Naja, gut. Gut, aber im Prinzip, das war Geely, die Preise eher im oberen Bereich, aber wir haben ja gelernt, allein durch eigene Erfahrung, dass wir beide bereit wären, diese Preise auch zu bezahlen, auch für einen Chinesen, gerade in Form eines Smart Hashtag 3 für mich oder so ein Polestar. Also finde ich beides sehr sexy und Volvo mag ich natürlich nach wie vor, da würde ich dann aber eher auf den V90 gehen. Gut, Great Wall Motors. Ja, da haben wir die Ora 03. Einst hieß das Ding Ora Funky Cat. Dann das finde ich ein bisschen schwierig, so eine Umbenennung. Ja, weil es jetzt ja noch relativ früh erfolgt. Ne? Davon mal abgesehen, die Marktdurchdringung war noch nicht so hoch. Also Great Wall Motors ist mit zwei Marken nach Europa gekommen. Ora und Way. Way sind zwei große Plug-in-Hybride. SUV ich natürlich, ne, ab 45.000 Euro ist der Way 03 und der Way 05, die beide so 100 Kilometer Batterie elektrisch schaffen sollen, also einen großen Akku mit drin haben. Und Ora ist dieses kleine VW-Käfer-Derivat, will ich fast sagen. Mhm. Also so eine Mischung zwischen VW-Käfer und Porsche und das Ganze in Kompaktform gegossen, ab 39.000 Euro, den wir auf Ausfahrt TV schon mehrfach vorgestellt haben. Und es kommt demnächst Ora 07. Das ist so ein eingelaufener Panamera. Und ich weiß, manche Obwohl Leute hassen, man sagen muss, sieht auf den ersten Blick, denkt man, sieht aus wie zu heiß gewaschener Panamera. Das Auto ist aber auch so groß wie ein Panamera. Ein bisschen kleiner schon, oder? Nein, der ist so groß wie ein Ford Mondeo. Ah, okay. Also vorgestellt habe ich ihn, aber die Maße habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Ich fand den aber auch sehr gefällig. Also ich finde die Ora sowieso eigentlich sehr gefällig für ein chinesisches Auto oder für einen chinesischen Hersteller. Wieder despektierlich. Was ich aber interessant fand, gerade beim Ora Funky Cat haben sich bei uns viele darüber mokiert, geringe Ladeleistung. Ja. Irgendwie bei 64 kW ist das, glaube ich. Und dafür ein relativ hoher Preis, jetzt gerade im Vergleich zum Beispiel zu so einer Renault Zoe, die das eigentlich alles so ein bisschen besser kann. Aber ich finde das Auto nach wie vor totaler Knaller für ältere Herrschaften. Ich sehe das immer an meiner Mutter. Meine Mutter fährt auch einen Viertürer, kompakt, kann ich auch sagen, das ist ein Seat Leon. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm hier, du kannst doch mal umsteigen, was Kleineres, ist doch viel handlicher für dich. Meine Mutter ist auch schon jenseits der 80. Und hat sie gesagt, nee, will sie nicht, weil sie ab und zu die Damen mitnimmt. Also die haben da so einen Freundeskreis mit, ich glaube, 6, 7 Damen, die da insgesamt zugehören. Und wenn die von A nach B fahren zum Konzert oder was weiß ich, dann fahren die zu viert im Auto. Und dann verstehe ich das total, dass sie ein Auto haben möchte, wo 4 Erwachsene gut sitzen können. Und das ist genau Ora. Das ist der Ora 03, also ehemals Funky Cat. Du hast bequem Platz für 4 Erwachsene, einen ganz kleinen Kofferraum, bist trotzdem im kompakten Auto unterwegs. Ich finde das schon sehr sexy. Ja, gut.
Ja, und da müssen wir natürlich dazu sagen, importiert wird die Marke Great Wall Motors von unserem Partner Emil Frey. Also Emil Frey muss man an dieser Stelle sagen, Partner von Ausfahrt TV, dem YouTube-Kanal. Und die importieren aber nicht die Autos, sondern es gibt die Emil Frey Import Services und die sind im Übrigen auch für Mitsubishi und Subaru zuständig. Ja. Ja, hast du gerade zu mir gesprochen? Irgendwie, ich habe Wortfetzen verstanden, aber... Nein, alles gut. Ich habe gesagt, ja, so ist es. Okay. Genau, und dementsprechend muss man sagen, erfahrenes und großes Händlernetzwerk, ne? Ja. Aber das ist ja nicht zwingend. Also die... Nein, genau, aber das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal für so einen chinesischen Hersteller. Ja. Dass die auf sowas zurückgreifen können. Ja, aber wie gesagt, es sind nicht alle Emil-Freihändler auch Ora oder Way-Händler, also Great Wall Motors-Händler, so muss ich das sagen. Great Wall Motors heißt jetzt die Marke, ich muss mich daran gewöhnen, ja. Ich auch, wie gesagt, ich finde das etwas verwirrend, aber das wird schon noch. Naja, die nächste Marke, die finde ich auch etwas verwirrend, oder nicht verwirrend, aber der Name, nämlich die Marke Hi-Fi, was für mich nichts mit Autos zu tun hat, sondern was mit Musikanlagen für zu Hause, wird ein bisschen anders geschrieben, Hi-Phi, Hi-Fi, und die führen die Modelle Hi-Fi Y oder Hi-Fi Y, dann das Modell Hi-Fi X, das ist ein Oberklasse-SUV, der Hi-Fi Y ist ein Mittelklasse-SUV und dann den Hi-Fi Z. Das ist eine sehr große Limousine, eine GT-Limousine, ist ein chinesischer Hersteller, der sich ganz klar im absoluten oberen Preissegment einsortiert. Das günstigste Fahrzeug ist nämlich der Hi-Fi Z, die Limousine mit 105.000 Euro. Das Oberklasse-SUV kostet 109.000 Euro und zum Hi-Fi Y gibt es noch keine Preise. Hi-Fi hat noch nicht genau kommuniziert, wie sie sich den Vertrieb in Deutschland vorstellen und auch dementsprechend noch nicht, wie sie sich den Service hier vorstellen. Man kann die Autos aber schon bestellen und wer daran Interesse hat und sagt, oh geil, weil die Autos sehen schon, also die sehen sehr futuristisch aus, finde ich. Die sehen aus wie aus irgendwie so einem Zukunfts-Star-Wars-Film. Mir ist es ein bisschen zu krass. Kann nach München zum Flughafen gehen. Dort ist nämlich der erste Hi-Fi-Showroom in Deutschland und da kann man sich zumindest das Modell X, also Hi-Fi X und Hi-Fi Z mal anschauen. Und ich glaube sogar Probefahren, bin ich mir jetzt aber nicht sicher, will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber angucken geht auf jeden Fall und mal reinsetzen. Das finde ich eine super wichtige Information, weil ich glaube, nächste Woche 4 Stunden in München am Flughafen rumsitze und ich wollte da sitzen wir zusammen. Nein. Ich fliege zurück aus dem Lader, da fährst du. Ah, da sitzen wir nicht zusammen. Shit, das ist nämlich eine richtig gute Idee, die du da gerade versuchst zu äußern. Ja, also nächsten Dienstag ist das und da werde ich da, glaube ich, mal hingehen. Ich wollte eh aus dem Flughafen raus und das finde ich sehr spannend. Und ich muss auch sagen, einige deutsche YouTuber durften diesen Hi-Fi Z auch schon fahren. Ich glaube, 3, 4 oder so. Ich habe keins dieser Videos gesehen, weil ich einfach sackneidisch war, weil ich den Hi-Fi Z wirklich sehr lässig finde. Also wenn ihr auch sagt, hier diese ganzen chinesischen Autos, lasst mich in Ruhe, den Hi-Fi Z, den könnt ihr euch bei YouTube auf jeden Fall mal geben. Ich habe wie gesagt, noch kein Video gesehen, aber ich finde, der sieht wirklich ziemlich lässig aus. So stelle ich mir Elektroautos vor. Das hätte ich ja jetzt überhaupt nicht gedacht, dass dir das gefällt. Also nein, wirklich nicht. Ich hätte gedacht, dass du noch viel mehr als ich sagst, nee, das ist mir drüber, das ist mir zu viel. Nee, ich finde, also das der ist halt so voluminös kantig und trotzdem sehr sportlich. Und hat halt auch so futuristisch. Ja, so ein Höcker oben auf dem Dach wie die Nios halt, aber ich finde den sehr lässig. Also doch, das gefällt mir. Also muss ich sagen, in Weiß fand ich den, sah der richtig cool aus. Und ich finde, es ist auch so, da kannst du mal zeigen, hier Elektro ist ein bisschen anders, aber trotzdem geil. Ja. Aber ich meine, 105.000 würde ich halt nicht ausgeben, ne? Ist halt so. Ja. Okay, Jack, J-A-C, yes. J-A-C, J-A-Z, J-A-C, meine Fresse, Gleitzmann, wollen mit Elektro-SUVs hier auch auf dem Markt starten. Aktuell gibt es nur ein einziges Fahrzeug, das ist ein Diesel-Pickup mit Mitsubishi-Motor, der J-A-V, nee, J-A-C natürlich, meine Herren, 8 Pro und den gibt es ab 31.000 Euro, was natürlich auch ein angenehmer Preis ist für so ein Pickup, der würde ja dann quasi gegen den Mitsubishi L200 laufen, den es meines Erachtens auch aktuell gar nicht mehr gibt. Und auch hier wieder Indimo als Importeur mit seinem 200 Händlernetz.
Nächste Marke ist JQ oder JCO. Ist nur ein Modell bisher bekannt für einen deutschen Markt jedenfalls, nämlich der JQ7. Das ist ein Mittelklasse-SUV, kein Elektroauto, steckt ein 197 PS Benziner drin. Ein Preis dafür gibt es noch nicht für den deutschen Markt, aber er wird sich wahrscheinlich so um die 35.000 Euro bewegen. Es gibt auch noch keine Informationen darüber, wie die Autos vertrieben werden sollen, ob es da ein Händlernetz geben wird, ob das aufgebaut werden soll und dementsprechend auch noch keine Infos über das Servicenetz. Ja, wenn man sich die Preise, also Eckart, dir wird es ja genauso gehen wie mir. Autopreise sind wie Autolängen. Ja, das tust du dir einmal drauf, ne? Damit du es sagen kannst und danach verblasst die Information, weil sie für dich halt keine Relevanz hat. Aber ich glaube gerade jetzt hier dieser Pickup für 31.000 und auch das Mittelklasse-SUV mit 197 PS für 35.000, das ist schon ein guter Preis, ne? Da sind wir ja bei diesen preiswerten Fahrzeugen. Ja. Das stimmt. Ja, nächste Marke, hört sich gar nicht so chinesisch an. Leap Motor, L-E-A-P Motor. Er hat einen Kleinwagen am Start, den T03. Und dann gibt es noch einen Crossover. Beides noch nicht da. Wann es passiert, wissen wir noch nicht. Aber sie haben wohl eine Kooperation mit Stellantis. Und die sollen dann auch Vertrieb und Service mit übernehmen. Tja, ach so, und ich kann gleich weitermachen. Ja. Mein persönlicher aktueller chinesischer Lieblingshersteller. Ja. Kann ich das sagen? Nee, kann ich eigentlich nicht sagen, aber ich mag die trotzdem, ist Maxus. Warum? Warum magst du die? Ja, weil die mit Bullis hier an den Start gekommen sind. Also ach so. Maxus steht für den Deliver 9 oder den E-Deliver 9. Das ist quasi so Sprinter-Derivate ab 77.000 Euro. Einmal elektrisch, einmal mit Diesel oder Verbrenner. Und dann gibt es den E-Deliver 3. Das ist dann so Bulli-Größe ab 45.000 Euro. Und ich hatte jüngst auf der Verbrauchsfahrt mit dem Smart, stand ich an meiner Aral-Tankstelle und dann kam da so eine Flotte. 3, 4 von diesen Maxus-Dingern. Und haben da halt auch am Hypercharger gestanden. Dann gibt es noch den Unique. Okay, was ja, auch der immer. Soll bestimmt Unique heißen, hier für einzigartig. Ach, E-Unique oder was? Naja, ja, gut. Irgendwie also so. Ja. Ein elektrisches SUV für 53.000. Dann nochmal spannend, finde ich zumindest, den T90 EV. Das ist ein Elektro-Pickup, 89 Kilowattstunden ab 65.000 Euro. Aber ist auch geil, ne? Ja. Da oben der JAC 8 Pro 31.000 Euro. Und hier kommen wir jetzt elektrisch. Über das Doppelte. Ja, und dann, das meinte ich vorhin mit diesen Vans, der Mifa 9, ein elektrischer Van mit 7 Sitzen, ab 70.000 Euro. Und dann haben sie noch einen EH300, einen elektrischen 7,5-Tonner. Also die Maxus ist unterwegs eigentlich im Nutzfahrzeugbereich. Ja, Commercial Vehicle Bereich. Und das finde ich ganz spannend. Haben 132 Händlerstandorte in Deutschland und werden importiert über Astrara, die unter anderem auch SsangYong und Isuzu machen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, na gut, Maxus kannst du auch gleich wieder vergessen, weil mal so ein Isuzu für uns zum Testen zu bekommen oder ein SsangYong, was ich oft genug probiert habe, schier unmöglich. Ja. Aber Maxus hatte ich schon mal überlegt, ob ich den einfach mal so fahren gehe, weil es mich interessiert hat, einfach wie so ein Sprinter ist, ja. Einfach so fahren, an dieser Stelle ein Tipp von mir, ist mir nämlich neulich, als ich mir ein Auto gemietet habe bei Sixt, aufgefallen. Zumindest bei uns hier in Halle auf dem Parkplatz von Sixt, der stand voll mit Maxus-Transportern. Ach, guck, ja, dann ist das ja vielleicht ganz einfach sogar. Ja. Genau. Ich mache mal weiter mit der nächsten Marke, nämlich MG. Ursprünglich aus Großbritannien, wurde dann eingekauft vom SAIC-Konzern, zu dem übrigens auch die Marke Maxus gehört, über die wir gerade gesprochen haben. Ja. Die haben 3 Modelle, 4 sogar, den MG4 Electric, gibt es ein Video bei Ausfahrt TV zu, ist so Kategorie Hatchback, Größe ungefähr von einem VW Golf. Den MG5 Electric, das ist wie so ein Golf-Variant von der Größe her, ist ein elektrischer Kombi. Gibt es auch haben ein Video von. Genau, gibt es auch ein Video. Dann haben sie den MG Marvel R, das ist ein elektrisches SUV, das ist deren Topmodell. Und dann noch den MG ZS, das ist auch ein SUV, allerdings ein Benziner mit zwei Benzinmotorisierungen. Bei dem geht es preislich auch los bei MG mit 17.990 Euro. Also wirklich, ich glaube, das ist das günstigste Fahrzeug in dieser Liste, was wir hier haben. Aber eben Benziner, kein Elektro.
Die haben ein eigenes Händlernetzwerk. MG sieht man immer mal wieder das Symbol, ist auch noch das alte Logo, wenn euch das ins Auge fällt. Und dementsprechend wird der Service auch von einem eigenen Händlernetzwerk von MG übernommen. Und MG, ja, finde ich, ist einer von diesen Herstellern, die es so gemacht haben, wie Jan und ich uns das eigentlich von vielen chinesischen Herstellern gewünscht hätten, nämlich über ihre Fähigkeit in China und mit ihrer Erfahrung dieses China-Massenmarktes günstig Autos zu fertigen, wo man vielleicht auf das ein oder andere Luxusfeature verzichtet und dann über den günstigen Preis hier in den Markt zu drücken. Genau das hat MG ja gemacht mit den wirklich sehr günstigen oder beziehungsweise Gott, ey, ich fühle mich wie so ein Vollidiot. Mir fällt nur das Wort affordable ein. Was ist denn das deutsche Wort für affordable? Genau das. Genau. Leistbar, nein, aber bezahlbar. Ja. Bezahlbar. Bezahlbar, genau. Genau. Sehr, danke schön. Mit bezahlbaren Elektroautos hier in den Markt zu drücken. Und so haben wir uns das ja eigentlich von viel mehr chinesischen Herstellern gewünscht und MG hat es gemacht. Und die sind damit auch sehr erfolgreich. Ja, wobei man noch vielleicht dazu sagen kann, MG, den ZS bin ich gefahren, sowohl als Plug-in-Hybrid als auch Elektroversion, meine ich. Und den MG5 bin ich auch gefahren, wie auch den MG4. Ich finde, der MG4 ist aber so das erste Auto, wo du sagst, ja, das so kann es sein. MG4 okay. Fand ich noch so ein bisschen mokelig und den MG-ZS auch. Und ich finde es noch spannend, dass sie wirklich mit Kampfpreisen hier reingekommen sind und dann entgegen dem Trend die Autos nicht verbilligt, sondern verteuert haben. Ne? Ja, die haben einfach mal so 4.000 Euro draufgeschlagen, nachdem sie lange die preiswertesten waren und da wohl auch gut verkauft haben. Und jetzt haben sie das so ein bisschen wieder angeglichen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein cleverer Weg oder deutlich cleverer auch als die nächste Marke, die wir besprechen, Ja, NIO. Genau, NIO hat es genau andersrum gemacht. NIO ist nach Deutschland gekommen und hat gesagt von Anfang an, wir sind ein Premium-Hersteller. Das erste Auto, womit sie hier auf den Markt gekommen sind, so richtig auf den Markt gekommen sind, war ja der ET7. Also direkt mal eine Oberklasse-Limousine. Richtig teures Ding, hatte ich mal als Testwagen, hat ungefähr 100.000 Euro gekostet. Inzwischen gibt es ein paar mehr Modelle. Sie haben den ET5. Das ist eine Mittelklasse-Limousine. Sie haben den ET5 Touring, das ist ein Mittelklasse-Kombi. Sie haben den EL6, das ist das darauf basierende Mittelklasse-SUV. Den ET7, das ist eben die Oberklasse-Limousine. Und den EL7, das ist das Oberklasse-SUV. NIO verkauft ausschließlich über Direktvertrieb. Es gibt zwar sogenannte NIO-Houses, das sind aber eher so, ja, da kannst du dir mal so die Marke angucken, da stehen auch die Autos, da kannst du dich mal reinsetzen. Das ist aber nicht so gedacht, dass du da das Auto kaufst und einen Servicepartner hast und eine Probefahrt machst. So stellt sich NIO das nicht vor, sondern du sollst das Auto dann direkt kaufen. Und dann gibt es bei NIO noch eine Besonderheit. Du kannst dich immer entscheiden, wenn du ein Auto kaufst, also egal welches Modell, ob du den Akku mitkaufst oder ob du den dazu mietest. Und so sind die Preise auch ein bisschen schwierig. Es geht los beim ET5 mit 47.500 Euro, allerdings ohne Akku. Und wenn ich mich dann dazu entscheide, den zu kaufen, gibt es zwei unterschiedliche Akkugrößen. Das sind immer die gleichen, über alle Modelle hinweg. Und dann kostet das Auto entweder 59.500 Euro, also sagen wir 60.000 Euro, oder knapp 70.000 Euro mit dem großen Akku. Und dann gibt es noch eine Besonderheit. Bei NIO ist das alles ein bisschen komplizierter. NIO ist im Moment der einzige Hersteller, der das dann auch anbietet mit dem sogenannten Akku-Swap. Das bedeutet, ich fahre in so eine Station und anstatt das Auto an ein Kabel zu hängen und den Akku aufzuladen, wird durch Roboter mit so einer vorherigen Anmeldung über das Auto, was bisher an den drei Stationen, die es in Deutschland gibt, wohl ganz gut funktioniert, fährt das Auto selbstständig in so eine Box rein, dann wird von unten das ganze Akkupaket rausgeschraubt von Robotern und ein neu geladenes Akkupaket reingesetzt, also ausgetauscht. Und dann kann man so ungefähr nach 10 Minuten Wartezeit direkt mit einem geladenen Akku wieder weiterfahren. So stellt sich NIO das vor. Und wenn man mit dem Auto zum Service muss, durch irgendwelche Gründe, dann plant NIO, gibt es so auch noch nicht so richtig, Service Center im Stadtrandgebiet. Ja, vielleicht noch als Information den EL7, falls es mal jemand interessiert, wie sich das so fährt und aussieht. Den haben wir auch bei Ausfahrt TV vorgestellt. Den ET5 übrigens auch. Nein, bei Asphaltart. Mhm. Nee, bei Stimmt. Hochkant hast du den, glaube ich, nur gemacht, oder? Nee. Okay. Nee. Den gibt es im Asphaltart-Video. Ja. Also ich fand den ET5 Touring ganz interessant, neben dem MG5.
dem Opel Astra Sports Tourer Electric, Entschuldigung, und dem bald kommenden BMW i5 Touring, einer der wenigen elektrischen Kombis. Ja, ich muss gestehen, es tut mir echt total leid, es ist mir sehr unangenehm, aber ich esse nebenbei Milchreis, ich habe so einen Hunger. Nee, Grießbrei. Ich habe das schon gehört, da echt? Klappert irgendwas, ja. Ja, gut. Ja, wir sind ja hier Kuschel-Podcast. Wird sich aber keiner beschweren, oder? Ja. Also schon gar nicht über die Community da. Ja, gut. Nächste Marke, Omoda. Und ganz im Ernst, ich frage mich halt, würde ich mir, wir hatten das Thema, als der Ora 03 noch Ora Funky Cat hieß, haben wir den ja als erstes Auto vorgestellt. Das war eines unserer ersten Videos überhaupt zusammen und das erste Ausfahrt-TV-Doppelmoderationsvideo. Ja. Und wir haben ganz am Anfang, habe ich dir die Frage gestellt, würdest du ein Auto kaufen mit so einem Namen, Ora Funky Cat? Genau. Ich weiß gar nicht mehr, du hast, glaube ich, Nein gesagt. Genau. Und ich habe gesagt, mich stört es nicht so, aber wenn ich das Produkt nicht aussprechen kann, was ich kaufe, habe ich doch eigentlich schon ein Problem, oder? Omoda. Ja, sehe ich genau wie du, ja. Ich meine, ich weiß schon, warum die danach immer nur so Zahlen schreiben, weil du schon alle Energie brauchst, um dir den Markennamen zu merken, ne? Ja. Also, Omoda ist auch ein Label von Chery. Und es gibt den Omoda 5, das ist ein Kompakt-SUV mit Verbrenner, 4,40 Meter lang. Und demnächst wird es noch geben den Omoda 5 EV, also das gleiche SUV, Batterie elektrisch mit 58 oder 64 Kilowattstunden. Vertrieb und Service soll über Händler kommen und starten soll es im ersten Halbjahr 2024. Und auch das finde ich spannend, wann sprechen die uns denn alle mal an eigentlich, ne? Das ist eine sehr gute Frage, wann wir deren Autos fahren möchten. Also ich finde gerade bei den Chinesen, wo man so ich meine, ob jetzt der neue GLC kommt zum Beispiel von Mercedes oder nicht. Wenn du dir das alte Video von uns anguckst und das neue halt nicht, da wird sich was geändert haben, aber so vom grundsätzlichen Look and Feel Mercedes bleibt es ja gleich. Oder du guckst dir die aktuelle C-Klasse an und schließt dann auf den GLC. Sowas kannst du ja immer noch machen. Genau. Aber wenn beim Omoda 5. Ja. Und wir haben ja jetzt unsere allererste Einladung von BYD bekommen. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird auch der erste BYD sein, den ich fahren darf. Geht mir auch so. Aber von den anderen hier, also ja, NIO haben wir auch gemacht mal. MG haben wir natürlich. Great Wall Motors, Geely oder was auch immer. Ja. Aber da sind schon noch einige bei, wo du dann denkst, Airways sind wir auch gefahren. Wie wollen die denn ihre Autos loswerden, wenn die Leute wie uns nicht einbinden? Ja gut, ja. Komm, nächste Marke, Seres, war mir davor auch noch kein Begriff. Die haben auch nur zwei Fahrzeuge im Moment. Seres 3, das ist ein elektrisches SUV, ab 40.000 Euro. Und den Seres 5, das ist ein Mittelklasse-SUV, werden auch vertrieben über Indimo Automotive, hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Das ist dieser Spezialimporteur mit über 200 Händlern. Ist also auch eine Marke, wem das wichtig ist, dass er irgendwo hingehen kann, um das Auto zu kaufen oder jemanden anzuscheißen, wenn was nicht in Ordnung ist. Dann wäre Seres eventuell eine Marke. Mhm. gleiches Vertriebs- und Servicenetz und Importeur gilt für SWM. Sagt dir das was als ehemalige italienische Motorradmarke? Nee. Also ich habe die ganze Zeit schon überlegt. Ich habe gesehen, dass du das dazu geschrieben hast, aber es sagt mir gar nichts. Haben auch oder starten hier mit zwei Fahrzeugen. Einmal ein SUV G01F für 30.000 Euro und ein G03. Das ist dieser Siebensitzer, den ich vorhin schon erwähnt hatte, der dem Dacia Jogger Konkurrenz machen soll ab 19.000 Euro. Okay. Ich meine, Dacia Jogger fängt an 16.900 bei uns in Deutschland aktuell. Mhm. Da muss man mal ganz genau gucken, was da von der Ausstattung so mit dabei geht. Ist. Ja. Ja. Übrigens gibt gerade ein ganz neues Verbrauchsvideo bei Asphalt Art zum Dacia Jogger Hybrid. Nächste Marke, Voya. Und jetzt wird es einfach, denn die letzten zwei Marken, die jetzt kommen, die haben noch nicht so viel. Voya plant nur ein Modell, und zwar das Modell Free, das ist ein Oberklasse-SUV, soll 77.000 Euro kosten und Vertrieb und Service wurde noch nichts zu kommuniziert. Da müssen wir abwarten, wie die sich das vorstellen. Und gleiches mehr oder weniger gilt für die letzte Marke, nämlich XPeng. Die haben das Modell P7, ist eine Oberklasse-Limousine, und das Modell G9, da kann ich euch jetzt auch noch keine Preise zu nennen.
Xpeng will wohl ein Händlernetz aufbauen, ein eigenes, und damit auch ein eigenes Servicenetz aufbauen. Da das aber noch nicht angefangen hat, wissen wir nicht, ob das wirklich so kommt. Sie haben es jedenfalls vor. Ja. Drops the mic. Das war's. Zack, Alter, das war... Beendet, ja. Lockere ja. 54 Minuten über chinesische Marken reden kann man machen, muss man natürlich nicht. Frage ist, überziehen wir 20 Minuten oder kürzen wir? Also 20 Minuten würde ich nicht überziehen, aber wir können ja vielleicht noch eins der zwei übrigen Themen ansprechen. Ja, dann können wir auch beide machen. Also je nachdem, gut, okay. Wie kurz du dich halten magst. Also beim zweiten Thema. Ich kann mich sehr kurz halten beim nächsten Thema. Dann haue ich das einfach mal dazwischen. Ja, aber ich leite das ein. Gut. Eckart. Ja. War bei VW-Händlern. Also, Ein Eckart hat ja aktuell kein eigenes Auto. Genau. Und damit ziehe ich ihn ja quasi jeden Tag auf. Genau. Und mache ihn nieder und beschimpfe ihn, weil er seine Frau ohne eigenes Auto wachsen lässt. Und vor allen Dingen auch sein Kind. Ja, das finde ich, meine Frau lasse ich damit aufwachsen. Finde ich unmenschlich. Ich habe ihm angeraten, er solle doch eine Renault Zoe anschaffen. Und er weigert sich vehement, diesen cleveren Hinweis von mir umzusetzen und babbelt dann irgendwie so Sachen rum, ja, so ein ID.7 wird er gut finden. Sag ich, ist doch viel zu groß. Sagt er, nee, und ist voll uneinsichtig. Und jetzt kam er neulich an und sagte, du, ich war beim VW-Händler, hab mit dem mal rechnen lassen. Mhm. Jetzt darfst du. Genau, und ich bin also zu VW gegangen und habe denen erklärt, was ich haben möchte. Ich habe gesagt, ich interessiere mich für ein ID.7 im Gewerbeleasing, und dann haben wir das zusammen ausgestattet, und da ist auch schon der erste Punkt, der mir nicht mehr ganz so gut gefällt wie früher. VW sowie andere deutsche Hersteller haben ja ihre Konfigurationspolitik umgestellt. Früher konntest du ja wirklich gefühlt jeden Schalter einzeln konfigurieren. Jetzt hast du nur noch beim ID.7, du hast im Prinzip drei große Pakete, wo du sagen kannst, nehme ich oder nehme ich nicht, oder die stufe ich so ein bisschen ab. Und mein Problem ist, in dem Paket, also die Sachen, die ich haben möchte, zum Beispiel die belüfteten Sitze, das finde ich ganz, ganz toll im Sommer, gibt es halt nur in dem Paket, wo ich dann quasi alles für den Innenraum habe, also auch großes Soundsystem und allen möglichen Blabla, den ich eigentlich überhaupt nicht brauche. Aber wenn ich halt. Das Soundsystem willst du schon haben, oder? Das fanden wir doch gut. Aber nicht im ID.7. Im ID.7 fanden wir das total enttäuschend, das Harman-Kardon-System. Echt? Ja, waren voll positiv überrascht im Smart Hashtag 3 von dem System. Ja, wenn die ganzen Events so nah aufeinander liegen, ja, alles klar. Genau, es sind jedenfalls so einige Ausstattungsdetails, sage ich, das brauche ich nicht, das will ich überhaupt nicht haben, kann ich aber nicht abwählen, so. Und dann hast du also am Ende einen Endpreis, und dann rechnet der da so fröhlich rum, bla bla bla, und so, Gewerbeleasing, bla, hier, und dann kann ich ihnen das anbieten. Am Ende sitzt du ja als Kunde nur da und wartest quasi auf den Preis, den dir der Verkäufer sagt, weil so richtig ganz genau blickst du da eh nicht durch, was sie da wie rechnen können. Und dann guckt er mich an und sagt, so, 36 Monate Laufzeit, 10.000 Kilometer Laufleistung im Jahr, ohne Anzahlung am Anfang, kostet 895 Euro netto im Monat. Also plus 19% Mehrwertsteuer nochmal obendrauf. Wir als Gewerbetreibende können uns die ja aber Ende des Jahres wieder zurückholen. Und da habe ich nicht schlecht geguckt und habe gedacht, gut, okay, krass, habe ich gar nicht so erwartet, ist halt sehr teuer. Und was ich interessant fand, vielleicht hier auch mal ein Tipp an dieser Stelle, wir haben dann so ein bisschen rumgerechnet, und die günstigste Variante, ID.7 zu fahren, wäre tatsächlich im Privatleasing. Denn VW gibt da zurzeit für Privatkunden viele Vergünstigungen, Sonderzinskonditionen, irgendwelche Bonussummenzahlungen und so weiter. Übrigens auch diese Vergünstigungen, von denen wir in einer der letzten Podcast-Folgen gesprochen haben, gibt es ausschließlich für Privatkunden. Die Autos werden also nicht einfach günstiger gemacht, sondern das ist eine Ausstattung, die man dazu nimmt, die man aber nur nehmen kann als Privatkunde. Und dann kostet das Auto 740 Euro brutto im Monat. So sieht es also im Moment aus. Und ich fand das einfach sehr interessant, denn normalerweise sehen wir diese Seite ja gar nicht. Also wir stellen die Autos zwar vor und fahren die und nennen, wie du vorhin gesagt hast, mal so den Preis als Zahl. Aber in der Regel gehen wir ja dann nicht zum Händler und sagen, ey, hier, wie sieht es denn jetzt mal tatsächlich aus? Ich interessiere mich dafür, so ein Auto wirklich zu kaufen oder halt zu leasen. Und dann hast du zu dem Händler gesagt, bist du irre, was letzte Preis? Genau, und dann hat er gesagt, ja, tut mir leid, Brudi, ich kann gar nichts machen, denn, das Thema hatten wir vorhin schon mal, ich bin nur derjenige, der den Verkauf vermittelt. Also
das Agenturmodell. Der Händler, der da sitzt und die Autos verkauft, der kauft die nicht von VW und verkauft sie dann weiter zu einem möglichst guten Preis, sondern der ist nur derjenige, zu dem ich hingehe, um den Kaufvertrag oder den Leasingvertrag in diesem Fall zu unterschreiben. Und der eigentliche Verkäufer ist VW. Und dadurch kann der Händler gar nicht sagen, ja, komm hier, wir kennen uns schon so lange und hier, ich gebe dir noch 2-3%. Ist nicht. Ist nicht drin. Ja, wir sollten fairerweise sagen, zu diesem Preis, den du da eben genannt hast, da war also jetzt das Gewerbliche war auch sogar noch ein Presserabatt reingerechnet. Genau, da waren noch 4% Presserabatt mit reingerechnet und trotzdem kam ich bei 895 Euro netto im Monat raus. Okay, dann bist du, dumm wie du bist, ne? Nochmal genau. Zum Händler gegangen, zum anderen. Genau. Weil, wenn Agenturmodell, kann der dir ja auch nur den gleichen Preis geben. Genau, und interessanterweise kam da bei gleichen Konditionen, also Auto gleich ausgestattet, auch 36 Monate, auch 10.000 Kilometer, auch 0 Euro Anzahlung, kamen dann 625 Euro oder sowas raus. Was ich dann doch interessant fand. Und hast du den ersten Händler nochmal angesprochen, wie der zweite Händler dir denn so einen Preis machen kann und er erzählt, ich kann aber nicht anders. Das habe ich noch vor. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den zweiten Händler, der mir dann den besseren Preis gemacht hat, mal zu fragen, wie das denn zustande kommt. Denn dann kam das Wochenende dazwischen und dann habe ich den entsprechenden Verkäufer nicht mehr erreicht. Das habe ich aber dringend vor und ich werde tatsächlich auch mal noch zu einem dritten Händler gehen und da auch einfach mal nochmal ein Angebot anfragen und gucken, was da für eine Zahl rauskommt. Ja, ich denke, wir werden das Thema einfach mal im nächsten Podcast nochmal aufleben lassen, wenn du dich gekümmert hast. Einfach, um euch da so ein bisschen mitzugehen. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die sich noch nie einen Neuwagen bestellt haben oder gekauft haben oder geleast haben. Mich eingeschlossen, ja. Ja, und von daher finde ich das einen durchaus netten Wink. Ja. Aber dann bitte noch den Klopfer jetzt. Auf jeden Fall. Ich saß beim VW-Händler und da lag ein Leasingangebot auf dem Tisch für einen anderen Kunden. Also keine Angst, da standen keine persönlichen Daten oder so drauf. Also kein Datenleck beim VW-Händler, sondern das war nur das Beispielangebot, was dann ausgedruckt wurde für einen neuen VW Tiguan, also der jetzt auf den Markt kommt. Video gibt es schon bei Ausfahrt TV als statische Version. Als 2 Liter Diesel mit Airline, richtig schön ausgestattet, alles drin, was man sich da so wünscht. Für Leasingrate im Privatleasing monatlich, ich hoffe, man hat den Trommelwirbel gehört, über 900 Euro im Monat. Ich habe das nur so aus dem Augenwinkel da liegen sehen und habe den Verkäufer darauf angesprochen. Und wir haben uns auch beide angeguckt und er hat gesagt, ich weiß, was Sie sagen wollen, Sie brauchen es nicht sagen. Ich habe gesagt, ich sag's trotzdem, für einen Tausender fast im Monat, da kann ich ja Porsche fahren. Ja. Also ist dann auch VW? Aber, also das fand ich einfach so krass. Ich finde es, weißt du, ob der Kunde das Auto denn genommen hat? Oder? Nein, das weiß ich nicht. Also das darf er mir ja auch nicht sagen und ich habe da auch nicht nachgefragt. Ich habe das nur gesehen und er hat auch gesagt, ja, es gibt manchmal Momente für ihn als Autohändler, da konfiguriert er mit einem Kunden so ein Auto und dann rechnen die und gucken, was da rauskommt und dann denkt er sich auch, what the fuck? Ja, also ich weiß noch, ich habe mal, als ich so schockverliebt in den Taycan war, habe ich auch gefragt, hier mit Presserabatt und so weiter und so fort und bin auf eine Leasingrate von 1500 Euro gekommen. Ich weiß Kilometer und Laufzeit nicht mehr und das fand ich schon so exorbitant viel, sogar für einen Taycan. Also es geht mir gar nicht um welches Auto das ist, sondern einfach, das ist mir zu viel Geld für ein Auto. Ja. Also selbst mit meinem Nagel im Kopf, aber wie viel Autos ich mir da im Jahr kaufen kann aus einem niedrigen Preis Gebrauchtwagen. Ne? Ja. Also das macht einfach keinen Sinn für mich. Also das ist ein blöder Vergleich, den ich da anbringe, aber mir sind 1500 Euro jeden Monat einfach zu viel. Vielleicht liegt das auch an meiner Einkommenslage oder so oder meiner Umsatzlage hier, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das ändert. Wenn ich dann aber höre, dann auch noch ein Tausi für einen Tiguan, der ein gutes Auto ist, aber es ist ja auch nur ein SUV, ein ganz normales, kompaktes SUV. Das ist also mit einem 2-Liter Diesel, was ja kein schlechter Motor ist, aber weißt du, da ist jetzt irgendwie kein Performance-Auto oder sowas. Ja. Das ist wirklich krass. Na gut. Also ich erinnere mich noch, vor einigen Jahren bin ich mal so, das war es
weiß nicht, 6 Jahre oder so her, also schon wirklich eine ganze Weile, schlenderte ich mal in Leipzig durchs Audi-Zentrum und da hatten sie ein R8 ausgestellt und da stand ein Schild, also war ein ganz junger Gebrauchter, ein Vorführwagen, irgendwie 2000 Kilometer auf der Uhr oder sowas und den konntest du leasen für 900 Euro glatt im Monat. Ein R8. Ja, da kannst du noch sagen, also ja, hey, ich habe keinen Geschmack, aber viel Geld, dann nehme ich den. Ja. Aber also das würde ich noch verstehen. Also wenn da zwei Typen auf mich zukommen oder ich sitze mit zwei Typen, die ich nicht kenne, am Tisch, sagt der eine, Mensch, ich habe mir so ein R8 gegönnt hier, ja, war gebraucht, 2000 Kilometer, habe ich geleast, zahle 900 Euro im Monat, würde ich sagen, naja. Also oder sagt der andere, Auto, sagt der andere, ja, R8, komm, da sagt der R8, dies, das, ich habe mir einen neuen Tiguan rausgelassen, da sagt der R8-Fahrer, boah, Digga, was, das kann ich mir nicht leisten. Ja, aber echt, ne, irre. Naja, da kann man jetzt eigentlich ganz schön, auch wenn wir gar nicht dafür bezahlt werden, mal so ein Leasing-Marktplacement anbringen. Ich persönlich gucke tatsächlich nach Autos mittlerweile nur noch bei Leasing, also nach Neuwagen, bei Leasingmarkt, weil das ist für mich die Quelle, das bezahle ich halt wirklich. Ja, also, ja, und da weißt du auch, die haben schon das getan, was man halt tun kann, weil die Händler, die ihre Autos da anpreisen, wollen natürlich auch den möglichst besten Preis anpreisen. Aber hast du da eigentlich mal geguckt, was da der... ja, 700 Euro. Also muss dann ja auch, weil auch da dann nur der Agenturpreis rauskam. Genau. Ne? Also da also können die eigentlich gar nichts machen. 685 oder sowas, das war ganz wenig Unterschied. Ja, und da weißt du manchmal, wie die Ausstattung halt genau. war. Genau. Ob der genauso ausgestattet war. Ja, irre, irre, Eckart. Wirklich. Ja. Ich möchte trotzdem, auch wenn wir jetzt ein bisschen überzogen haben, schon noch eine Frage aus dem Plenum entgegennehmen. Manuel fragt uns nämlich, der hatte uns das über die 01, ich muss scrollen. Du kannst auch noch runterscrollen, da ist kürzer. 0170 9200714 hatte er gefragt, und das könnt ihr gerne auch machen, wenn ihr Fragen habt oder Themen einreichen wollt. Wart ihr beruflich oder privat schon einmal in einem Automuseum oder ähnlichem? Und wenn ja, was hat euch am meisten dort beeindruckt? Willst du anfangen? Zuerst? Mir ist ich kann auch, ich kann zuerst. Privat finde ich ein super schönes Museum. Die beiden Technikmuseen Sinsheim und Speyer mag ich total. Einfach aus dem Grund, weil du da so viele verschiedene Sachen auf einem Haufen stehen hast. Das ist alles schön dargestellt. Ich mag Automuseen. Um die Frage aus beruflicher Sicht zu beantworten, das sind nur das eine davon hat auch Museumscharakter. Nummer eins ist nämlich die Toyota-Sammlung in Köln, die gelegentlich auch geöffnet ist für, oder einmal im Monat ist die, glaube ich, grundsätzlich geöffnet, irgendwie immer sonntags oder so, müsste man nachgucken, in Köln bei Toyota. Und die haben halt ihre ganze Fahrzeughistorie da rumstehen, Toyota und Lexus. Und da war ich zum ersten Mal beruflich im letzten Jahr mit Jan. Und ich finde es halt so interessant dort, weil Toyota ist ja eigentlich eine Marke, die kennt man halt auch in Deutschland so. Ne? Da weiß man, ja, alles klar, Toyota, es gibt die und die Modelle und auch bei Lexus, da wird es dann zwar schon bei den meisten ein bisschen dünner, aber die haben halt in anderen Ländern so viele andere Modelle auch noch, dass ich das ziemlich cool fand, da durchzugehen und auch historische Autos zu sehen, die ich gar nicht kannte und die dann eben auch mal zu sehen, weil du die in Deutschland dementsprechend auch nie auf der Straße fahren siehst. Das fand ich cool, das war Nummer eins. Und Nummer zwei, das ist leider nicht öffentlich, aber es ist wirklich, fand ich total beeindruckend. Ich war mal im Rahmen einer BMW Motorrad-Fahrveranstaltung, das war die Fahrveranstaltung zur BMW R18, in den heiligen Hallen der BMW Klassik. Ich muss an dieser Stelle an einen Kollegen verweisen, nämlich Matthias Malmedy, der hat ein Video, der durfte da mal rein mit Kamera, also wir könnten das auch, wir haben das aber noch nie gemacht. In seinem Video könnt ihr euch das aber angucken, was man da sieht. Und das fand ich krass. Also, weil da stehen halt wirklich so die Fahrzeuge und die Schätze, wo du irgendwie weißt, da gibt es jetzt vielleicht zwei von oder von manchen auch nur eins auf der Welt. Und das steht dort abgeschlossen, klimatisiert. Und wir durften im Rahmen dieses Events da einfach frei durchlaufen und uns das alles angucken. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja, Ich privat wie beruflich habe ich diverse Geschichten mir angesehen. Erstmal zusammen mit Eckart waren wir auch in der VW Klassik.
Genau. Wohl nicht im VW-Museum, das ist nochmal was anderes. Auch nicht in der Autostadt, wobei ich in der Autostadt auch schon im Museum war. Auch das ist sehr schön gemacht. Generell die Autostadt, finde ich, haben sie schon ganz gut gemacht mit diesen ganzen Themenwelten und was man da nicht alles erleben kann. Wenn man da eh mal auf dem Weg nach Berlin ist oder so, kann man da auf jeden Fall mal entspannt halten und sich das angucken. Die VW-Klasse könnt ihr euch nicht ansehen, das ist eher nur für Leute wie uns. Ich wollte irgendwas sagen, ich habe voll den Hänger. Nein, ich kann auch sagen, ich bin auf meinem ersten Amerika-Roadtrip mit Mercedes, sind wir von L.A. nach Detroit gefahren. Und ich habe es schon gesucht, ich finde es einfach nicht wieder. Da haben wir Halt gemacht bei einem Bubble-Car-Museum. Eigentlich heißt Bubble-Car-Museum, sind Kleinwagen. Fiat 500, ja. Isetta, so ein Fulda-Mobil, weißt du, solche Geschichten. Ja. Das waren aber andere Bubble-Cars, so klassisch amerikanisch irgendwelche Autos genommen und so eine Glaskugel da oben drüber gesetzt. Ich weiß nicht, ob dir die Jetsons was als Comic-Serie sagen. Ja, na klar, ja. Und so ein Jetson-Auto, weißt du, das ist doch so ein Auto und dann ist da so eine Kuppel drüber, wie für die Astronauten. Und solche Dinger standen da drin. So völlig abgefahren und freakig, dass du dir gedacht hast, was macht ihr hier? Also ganz wild. Und ein paar Tage später waren wir dann irgendwie bei Chicago auch noch in so einem Automuseum. Und da muss ich sagen, das ist in Amerika alles so ein bisschen mehr shiny halt, ne? Diese Automuseen. Also das ist schon schön. Ich möchte unbedingt mal nach Melle. Wir waren auch zusammen bei Karmann. Sowohl in den heiligen Hallen, also da, wo man eigentlich gar nicht so reinkommt, als auch wir waren ja in den heiligsten Hallen. Ja, in der öffentlichen Ausstellung, auch das kann ich jedem empfehlen, der da in Osnabrück mal vorbeiläuft, wobei das, glaube ich, auch nicht immer zugänglich ist, da muss man sich auch vorher mal schlau machen, aber ich wollte irgendwas gesagt haben, was wir beide auch gemacht haben. Komme ich jetzt aber nicht drauf. Also eine Sache, die ich noch gerne sagen würde, weil Manuel konkret gefragt hat, was hat euch da am meisten beeindruckt? Du hast die VW-Klassik angesprochen, die hat dich total verdrängt, weil die eben überhaupt nicht öffentlich ist. Entschuldigung, ganz kurz, Eckart. Skoda, da warst du auch schon im Automuseum, oder? Na klar, auch ein super schönes Museum, ja, in Lada. Also absolut lohnenswert, wirklich schön gemacht, toll. Super Gastronomie mit angeschlossen. Ja. Ist wirklich einfach ein schöner Tagesausflug. Nee, aber was ich gerade sagen wollte, was mich am meisten beeindruckt hat, und das, ich nehme jetzt nur als Beispiel VW-Klassik, das ist ja in der BMW-Klassik das Gleiche. Die Autos, die in diesen Herstellersammlungen stehen, zum Beispiel als wir da bei VW-Klassik bei den Rallye-Fahrzeugen waren, egal ob das jetzt der Rallye Dakar Touareg war oder irgendein WRC-Fahrzeug, wenn du da davor stehst und dann auch noch das Glück hast, wie wir, dich da mal reinsetzen zu können, weil die Hersteller dir das halt erlauben, finde ich die Vorstellung so krass, dass in diesem Sitz, in dem du dann sitzt und an dieses Lenkrad, was du dann anfasst in dem Moment, halt wirklich so ein Sebastian Loeb oder so oder irgend so ein super bekannter Rallyefahrer oder lass es ein Walter Röhrl oder irgendwer gewesen saß und das Ding pilotiert hat und mit genau diesem Fahrzeug halt diese ganzen krassen Sachen gemacht hat, von denen man heute so noch so hört und redet und dass das nicht irgendwie so in so einem Auto ist das passiert, sondern in diesem. Und das finde ich eigentlich am beeindruckendsten. Wir können vielleicht auch noch sagen, in Ingolstadt warst du bestimmt auch in der Audi-Sammlung da, ne? Nein. Also, in dem Audi-Museum warst du noch nie in Ingolstadt? Nein, noch also nie. Also auch das ist sehr sehenswert. Die haben da so ein, wie heißt das Ding, Paternoster, wo die Fahrzeuge die ganze Zeit so in der Kette fahren quasi. Das ist ganz lustig. Dann in der BMW-Welt warst du aber schon. Ja. Da haben sie auch einen Klassikteil quasi. Stimmt, das ist auch ein schönes Museum. Was ich auch sehr schätze, ist das Mercedes-Museum. Das hat mich fasziniert, weil sie da diese Themenwelten so schön gebaut haben. Also erstmal siehst du halt so die ganzen Autos, die dich schon dein Leben lang begleiten, aber dann auch die Nutzfahrzeuge sind schön eingebunden. Also das Mercedes-Museum hat mir mit am besten gefallen. Bei Porsche war ich nur so halb mal drin. Da habe ich, glaube ich, nie den ganzen Gang gemacht. Bei Opel waren wir auch schon in der Klassik, also ich zumindest. Ich nicht. Da will ich unbedingt mal in die heiligen Hallen rein. Die müssen auch faszinierend sein. Ich
Ich mag einfach alte Autos. Also das ist das, was mich am meisten beeindruckt. Mich beeindruckt einfach, dass ich die Möglichkeit habe, Sachen, die meine Eltern oder Großeltern quasi genutzt haben, mir einfach so anzugucken. Ich mag den Geruch. Also ich glaube, das finde ich immer am schönsten bei so heiligen Hallen, dieser Geruch nach alten Autos. Ich glaube, den kann man gar nicht anders beschreiben, aber ich mag den halt unheimlich gerne. Und was halt auch einfach richtig geil ist, was in unserer Position halt möglich ist, wir haben ja oft die Situation, dass wir nicht nur einfach nur da rein können und uns das angucken können, sondern dann auch oft irgendjemand dabei ist, der sich halt so richtig auskennt. Ja, Den du. obwohl das hast du ja bei einer Führung halt auch oft, Ja, ne? genau. Also das meine ich nur. Das lohnt sich, Ja. wenn du jemanden dabei hast, der dir dann genau sagen kann, ja, hier, das war so und so von dem und dem Baujahr und guck mal, das Besondere daran ist das und das. Weil oft gibt es eben auch so Sachen, die sind ja, oder mir geht das jedenfalls so, ich kenne mich mit alten Autos auch nicht so gut aus wie du zum Beispiel, die sind ja gar nicht bewusst. Und wenn du dann einen dabei hast, der sich richtig auskennt, den du mal fragen kannst oder so, oder der dir dann halt sagt, hier, das Besondere ist übrigens das und das, und du stehst vor dem Auto und denkst dir, ah jo, krass, stimmt, das ist ja wirklich geil. So, was, also, es lohnt sich, da in solchen Museen wirklich eine Führung mitzumachen. Das dümmste Museum, was ich aber trotzdem jedem empfehlen möchte, dümmste ist vielleicht aber doch eigentlich schon von Automuseen, ist das Corvette-Museum. Direkt neben dem Werk in Bowling Green in Kentucky. Wenn ihr da mal in der Nähe vorbeikommt, nehmt es auf jeden Fall mit. Das ist so wirklich Automuseum als Disneyland quasi, ne? So mit lustigen Geschichten und so. Die Autos selber fand ich jetzt gar nicht so reizvoll und schon gar nicht so schön platziert, aber das war, also das kann man auf jeden Fall mal machen. Ja. Ja, komm, Eckart, Ja, gut jetzt. ich komme ins Schwärmen. Außerdem versuche ich die ganze Zeit, mich zu erinnern, was ich sagen wollte. Kennst du das? Wenn du irgendwas sagen wolltest, du weißt, es war eigentlich ganz, ganz sinnvoll und du kommst aber nicht mehr drauf. Und von Ja, daher will ich jetzt einfach abbrechen, abbrechen. und der Hass ist, wenn dann jemand sagt, na dann war es bestimmt nicht wichtig. Ja. Aber es war wichtig. Ja, eine Stunde 15. Ja. Sehr schön. Mann, Kinder, Manuel, stell doch nicht solche Fragen, die wir so ausführlich beantworten wollen. vielleicht können wir das aber auch noch mal als Frage zurück in die Community geben. Schreibt uns doch mal bitte, was ist euer Lieblingsautomuseum? Ich weiß, Und es in warum? Deutschland gibt es einige schöne, in denen ich auch noch nicht war. Ich bin mal sehr gespannt, was da zurückkommt. Ja. Okay, jetzt ist aber wirklich gut. Wir fangen an mit der Verabschiedung. Die fange ich traditionellerweise an und sage wie immer Tschüss, Bis dann, euer Eckhart. euer Jan.